Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deponia. Das letzte Mal hatten wir Clitus erreicht und wir sollen jetzt Goal holen und zur unteren Aufstiegsstation bringen. Dann schauen wir doch gleich mal zum Dorfkern. Dann gehen wir mal zu unserem lieben Gizmo. Aber der bewacht ja quasi die Goal. Das heißt, den müssen wir wahrscheinlich irgendwie erst wegbekommen. Er ist weg. Goal ist auch weg. Goal! Hebel. Ich muss mit ihr reden. Ein Laken. Aber wo ist Goal? Was zum... Oh nein. Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Oh je, jetzt müssen wir hier schnell raus. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Der Papagei hat uns wahrscheinlich verraten, indem er die ganze Zeit in diese Notrufzeule reingeplärrt hat. Ja, und jetzt hat er uns natürlich erwischt. Können wir unsere Sachen wieder aufnehmen? Da liegt unser Bohrer. Unsere Luftballons. Aber zumindest haben wir die Katze noch. Und wir haben auch keinen Dietrich. Wo ist unser Dietrich? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Okay, Zellengitter. Ich müsste doch hier... Wo ist der Dietrich hin? Hey, hallo! Was ist denn? Ah. Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Einen Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich,
dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Ah, Einsicht? Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Ah, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Wir sind perfekt. Natürlich. So, Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung, aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Hi-ja! Ich geb's auf. Ich muss mal. Ich muss mal. Halt es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Okay, nichts davon hat geholfen. Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Dann Feuer. Feuer. Netter Versuch, Bursche. Aber meine Branddetektoren... Okay, medizinischer Notfall. Medizinischer Notfall. Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Hunger? Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Ah, lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Raus, lass... Ah, warum zum Kind? Ich geb's. Gut so. Vorerst. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Okay, also mit ihm reden hat nicht viel gebracht. Aber wir haben doch eine niedliche Katze, Mensch. Die muss hier raus. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Wenn wir doch an unseren Dietrich hier drankommen würden, dann müsste er hier irgendwo liegen. So... Wir haben noch einen Luftballon mit Lachgas. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Der Clown unter die Clowns. Nein, sie würde ihn nur in Stücke und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Okay. Was haben wir noch? Wünschelrute. Kaffee. Gold trinkt ihren Kaffee. Ein Kaffee für Gizmo? Gizmo hat meine Philosophie und dabei geht. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch. Alarm! Er muss die Katze retten. Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Okay. Dann würde ich mal sagen, schnell zu Wenzel. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter! Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Ah! Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an! Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft?
Pinsel? Wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Haben wir Toni mit Wenzel erwischt. Die ist wahrscheinlich nur heiß auf seine neue Quelle. Meine Augen! Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... Wenzel? Du hast Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja, Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow, in dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Das Elend schaue ich mir nicht länger an. Ich muss Goal retten. Schnell in den Keller. Er hat sie nicht etwa in Schrank gesperrt? Goal! Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Oh, aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus? Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. Tür zu. Schweißgerät. Wir machen... Das dauert zu lange. Irgendwas müssen wir mit der Kellertür machen. Können wir... Nein, ich brauche etwas Stabileres. Ah, vielleicht unsere Wünschelrute. Begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Schlimmer, immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's! Okay. Zur Tunnelpassage.
Goal. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Dann mal auf. Bitte nicht. Es war so klar. Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Das könnte ein Problem werden. Aber wir können vielleicht diesen Kranarm benutzen und Goal damit hier rüber frachten. So, kommen wir hier zum Kran. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Okay, Kranhebel. Wartungskasten. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Defekte Sicherung. Die ist im Eimer. Weg damit. Was? Wir haben gar nichts mehr? Okay. Jetzt komm schon. Verdammt. Also brauchen wir erstmal eine neue Sicherung. Mehr ist wohl nicht zu holen. Nach oben. Richter? Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Okay. Ist ein rostiger Lasten. Da muss man kein Genie. So, haben wir hier irgendwas übersehen? Okay, wir gehen mal nach hinten zur Tunnelpassage. Ein Minebike. Ein Hebel. Was soll schon passieren, wenn man einen roten Hebel zieht? Ja, hier sind Vögelchen. Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check! Ein paar Mäuse. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Okay, wir brauchen irgendwas, was uns hier dieses Minenbike befördert. Hebel. Kommen wir da einfach hoch? Zum Viadukt. Okay. Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Etwas Zahnseide? Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Okay, Skelett. Eins steht fest. Das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Aber wir brauchen diesen Schlüssel. Ugh, zu hoch. Wartungsklappe. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Hätten wir nicht unseren Bohrer zurückgelassen und alles andere, hätten wir den jetzt einfach aufschrauben können. Zur Außenkurve. Schnaps. Onkel Doc.
Können wir dir den Schnaps klauen? Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Wenn's denn sein muss. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hm? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Okay. Ich bin auch ein Bastler. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Okay. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Das ist Rufus Motto auf jeden Fall. Er macht immer den Schaden und andere dürfen es ausbaden. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Da sind wir ja im Nu direkt da. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja. Lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. danke. Ist sonst noch was? Das hätte er vielleicht anders ausdrücken sollen. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist. Das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja. Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus.
Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Okay, ja, wir bekommen alles alleine in den Griff. Nichts, was ich nicht auch alleine in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Okay. Ich habe noch mehr interessante Immer her damit. Okay, nicht, das hatten wir. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Wie war gleich... Hast du mir denn nicht zugehört? Man kann eine Schraube... Okay. Wie war gleich... Ach, hast du... Man kann... Aber niemals... Der zweite. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Kein Problem, okay. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Okay. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja... Dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Okay. Ist da, ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Alles klar. Gut. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Alles klar, dann schnappen wir uns jetzt den Schnaps. Und trinken den Schnaps. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Alles klar, okay. Aber hier aller Stromumkehrer. Okay, wir haben mit dem geredet. Wir gucken mal, vielleicht können wir irgendwas noch mit dem Schnaps anfangen. Aber mitnehmen können wir anscheinend ja jetzt noch nicht... Gut, dann schauen wir, ob wir in der nächsten Folge dazu kommen, dass wir Goal irgendwie da abtransportieren können. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.